Wir sind Finn und Niklas und gehen zusammen auf die Hähnchen-Lange-Schule in Bitterfeld. Wir stehen hier gerade vor dem Parkrestaurant Vogelherd in Zerbst, um die Ausbildung zur Restaurantfachkraft näher kennenzulernen. Richtig, dafür werden wir mit einem Ausbilder ein Interview führen und ihm ein paar Fragen zu seinem Beruf stellen. Bevor wir reingehen, geht's für euch erstmal zum anderen Team. Hallo zusammen, ich bin Paul. Und ich bin Derek. Wir befinden uns heute in Sannersdorf vor Sportis Kultlokal. Wir treffen hier gleich eine auszubildende Restaurantfachkraft. Dann gehen wir mal rein. Hallo und herzlich willkommen im Sportis Kultlokal. Christine, als erstes interessiert uns, was musst du eigentlich als Restaurantfachfrau machen? Das ist ein vielseitiger Beruf. Viel mit Sport zu tun. Also man muss wirklich körperlich topfit sein. Ansonsten natürlich viel mit Umgang mit Gästen. Speisen aufnehmen, Getränke aufnehmen. Entweder ist man dann halt im Service oder halt hinter der Bar. Das klingt ja abwechslungsreich. Wie viele Ausbildungsjahre musst du machen und in welchen befindest du dich? Also 3 Jahre befasst die Ausbildung und ich bin jetzt gerade im 1. und bald aber im 2. Und was hast du bisher alles gelernt? Also als erstes lernt man Mimik und Gestik von einem selber, dass man halt wirklich eigentlich fast wirklich nur mit dem Lächeln läuft, weil es macht ja auch Spaß und das soll man auch zeigen. Und auch wenn man schwierige Kunden hat, darf das Lächeln nicht fehlen. Ansonsten auf jeden Fall sehr wichtig die Körperhaltung. Man muss ausstrahlen und sagen, ich bin hier, es macht mir Spaß. Genau, ansonsten lernt man halt auch sehr wichtig auch den Umgang mit dem Tablett, wie man das hinstellt, die Getränke darauf stellt, wie man das alles balanciert. Das ist auch sehr wichtig. Das hast du alles im Restaurant gelernt? Nicht nur, also das meiste in der Berufsschule, da lernt man das Fachliche alles, genau. Und halt Theorie. Und dann halt hier im Restaurant hat man dann die Praxis. Aber wir haben auch zum Beispiel Veranstaltungen, sehr viele sogar. Und das ist dann auch immer schön, man muss Veranstaltungen organisieren, auch in die Taten umsetzen. Und wenn man dann da dabei ist, das ist immer sehr schön. Okay, dann mal schauen, wie das in anderen Restaurants so ist. Wir sind jetzt hier mit einem Ausbilder zur Restaurantfachkraft. Herr Erdmann, was gehört alles zur Ausbildung einer Restaurantfachkraft dazu? Sie müssen die Gäste mit Speisen und Getränken bewirten, Feierlichkeiten ausrichten, Hochzeiten, Tagungsgesellschaften. Und dazu müssen Sie auch die Tische vorbereiten und den Getränkeservice nachher aufrechthalten. Wie läuft ein typischer Ausbildungstag ab? Sie beginnen circa eine Stunde vor Öffnungsbeginn und müssen die Tische herrichten, die Dekoration für Hygienemaßnahmen ausrichten, was heutzutage so alles Vorschrift ist. Sie müssen einen Wärmeschrank vorbereiten, sie müssen eine Kaffeemaschine vorbereiten, schauen, ob in der Kühlung genügend Getränke vorbereitet sind. Was braucht man eigentlich für die Bewerbung, um bei Ihnen anfangen zu können? Einen Hauptschulabschluss oder einen erweiterten Hauptschulabschluss, worauf wir selber mal drauf achten, das Deutsch, damit sie mit den Gästen gut kommunizieren können. Sport, damit sie keine Müdigkeitserscheinungen haben bei Feierlichkeiten, die dann vielleicht auch mal eine Stunde länger gehen. Und Kunst, um einen Blick haben für die Tischdekoration. Mal gucken, was die anderen herausgefunden haben. Was macht dir besonders viel Spaß? Natürlich erstmal in erster Linie der Umgang mit Menschen. Und dann, man hat jeden Tag, lernt man immer was Neues. Also das ist nicht so, dass man jeden Tag das Gleiche macht. Man macht immer wieder irgendwas anderes. Also kein Tag ist wie der andere. Wie ist das mit schwierigen Kunden? Lächeln. Man muss immer lächeln. Deswegen, man lernt ja auch Mimik und Gestik und die Körperhaltung, wie gesagt. Und es kommt immer darauf an, wie schwierig er wird. Wenn es zu schwierig ist und man wirklich nicht mehr lächeln kann, so gesagt, muss man halt wirklich dann einen Vorgesetzten zu sich holen. Aber ansonsten immer trotzdem freundlich bleiben und versuchen, das ein bisschen so zu lockern. Wie ist das eigentlich bei dir mit den Pausen und Arbeitszeiten? Also ich arbeite 5 Tage die Woche mit Wochenendarbeit und Feiertagsarbeit und jeweils immer so meistens so von 14 bis 22 Uhr. Genau.
Was wir uns noch gefragt haben ist, wie machst du das mit dem Trinkgeld? Behältst du das? Also bei meinem Betrieb ist das so, dass man im ersten Lehrjahr das nicht behalten darf. Aber ab dem zweiten Lehrjahr ist das dann möglich. Und das wird dann auch immer eingesammelt und komplett durch Küche und Service dann aufgeteilt. Danke dir, das waren sehr interessante Einblicke in deine Ausbildung. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg. Tschüss. Wie geht man eigentlich mit Kunden um, die besonders schwierig sind? Um diese Kunden muss man sich besonders kümmern, man muss sie immer wieder ansprechen, ob sie mit der Leistung, die sie liefern, zufrieden sind. Wie machen Sie das eigentlich mit dem Trinkgeld? Wird das aufgeteilt oder darf das jeder für sich behalten? Nein, es wird bei uns gesammelt und dann machen wir Ausflüge, um auch Küche und Service ein bisschen näher zusammenzubringen. Wir fahren in Heidepark, wir waren in Nürnberg im Christkindlmarkt, wir gehen mal bowlen. Was muss man zum Thema Arbeitsschutz und Hygiene beachten? Das ist ein ganz breites Spektrum und es wird immer schwieriger durch die Pandemie. Sie müssen darauf achten, dass wirklich die Tischwäsche ständig gewechselt wird, dass die Bestecke ordentlich poliert sind, dass die Maschinen, ob Gläserspülmaschine, Geschirrspülmaschine, die richtigen Dosierungen haben, damit die auch hygienefrei dem Gast nachher serviert werden können oder überreicht werden können. Und zum Schluss eine letzte Frage. Was macht Ihnen besonders viel Spaß? Das ist der Umgang mit den Gästen, weil Sie auch so viele unterschiedliche Gäste haben. Sie haben von einer Friseusen, Krankenschwester bis zum Minister, bis Schauspieler. Wir hatten Anfang der 90er Jahre die Fußballnationalmannschaft hier und sowas bleibt einfach stecken. Und das sind Erlebnisse. Die kann ja eigentlich auch keiner nehmen, auch nicht mal ein Gast, mit dem sie nicht so zurechtgekommen sind. Dann vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und Ihnen noch schönen Tag. Ihnen wünsche ich auch alles, alles Gute für die Zukunft. So, das war's mit unserem Einsatz für Entertainment Abi. Wir haben einen weiteren tollen Beruf in unserem Landkreis live erlebt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch mal auf unsere Webseite vorbei, www.entertainment.online, und folgt uns auf Instagram. Tschüss. 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 Aber ihr müsst ein bisschen leiser sein. Und ich bin Derek. Wir befinden uns in Sandersdorf vom Sportis Kultlokal. Wir haben einen weiteren tollen Beruf in unserem Landkreis live erlebt. Du musst auch Tschüss sagen. Ja, das macht es ein. Ach so, das müssen wir. Ja, aber wir müssen noch Tschüss sagen. So, Tschüss. Ach so, okay, dann nochmal. Okay.